Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Türkische Lira fällt auf neues Rekordtief. Auslöser ist die Anordnung von US-Präsident Trump, Zölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei zu verdoppeln. Präsident Erdogan hatte seine Landsleute zuvor aufgerufen, ausländische Währungen gegen die Lira zu wechseln, um den Verfall zu stoppen. 24-stündiger Pilotenstreik bei Ryanair. Deutschlandweit fielen 250 Flüge aus. Zu dem Ausstand hat die Pilotenvereinigung Cockpit aufgerufen. Sie fordert bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld. Der Streik soll noch bis Samstag früh um 3 Uhr dauern. Weiter Verspätungen und Zugausfälle nach Unwetter in Deutschland. Betroffen ist vor allem der Norden. Ein Gewittertief hatte gestern mit Blitzeinschlägen und Orkanböen für massive Schäden gesorgt. Auch im Straßenverkehr gibt es noch immer Behinderungen. Ex-Radprofi Jan Ullrich soll wieder auf freien Fuß kommen. Er war heute in Frankfurt am Main festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 44-Jährige soll in einem Hotel eine Frau attackiert haben. Laut Staatsanwaltschaft stand er unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss. Weitere Medaille für deutsche Wasserspringer. Rekord-Europameister Patrick Hausting und sein Synchronpartner Lars Rüdiger sprangen vom 3-Meter-Brett zu Bronze. Die ersten beiden Plätze gingen nach Russland und Großbritannien. Das Wetter. Morgen ein Wechsel aus Sonne und Wolken, einzelne Schauer, in der Nordosthälfte auch kurze Gewitter. Im Westen und Südwesten meist trocken und später immer freundlicher. Höchstwerte 18 bis 28 Grad.